Wow. Edelstahltank. Genau. Die hast du mitgebaut, Hannah. Ja. Da haben wir uns hier getroffen, hatten einen wunderschönen sonnigen Tag. Ja. Ich habe das auch alles dokumentiert, alles mit aufgeschnitten. Also gefilmt, das ja, auch. Bloß noch, bloß nicht veröffentlicht. Veröffentlicht, genau. Aha. Und das ist nach einem dänischen Prinzip. Okay. Ja. Die Dänen haben das ursprünglich aus, nicht aus festen Tanks gebaut, sondern aus Foliensäcken sozusagen. Ne? Ja. Da ist der Hintergedanke, praktisch diese Säcke kannst du zusammenfalten, auf den Esel laden, irgendwo hinbringen, wo du praktisch halt nur mit dem Esel hinkommst ungefähr. Ne? Und das haben wir mal nachempfunden hier. Gut, das heißt also hier oben kommt die Biomasse, wird hier oben eingefüllt in den Deckel. Also hier ist erstmal, also da könnte man sie erstmal einfüllen, aber hier ist jetzt Biomasse drin. Ne? Ja. Ja. Meinetwegen bis hier gefüllt. Bis hier. Ja. Und okay. Dann bildet sich Gas. Ja. Und dann drückt praktisch das Gas, diese Biomasse runter. Aha. Über dieses Rohr hier. Hier in den anderen Tank rein, hier oben rein. Okay. Ja. Ja. So. Und gleichzeitig. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja, ja. Ist hier Wasser drin. Okay. Hier ist Wasser drin. Und das Wasser wird über dieses Rohr, auch praktisch parallel zu der Biomasse, die hier hochgedrückt wird, auch verdrängt. Ja. Und dann läuft das Wasser hier in dieses Rohr rein. Und irgendwann, ne, ist dieses ganze Wasser, was hier drin ist und in diesem Schlauch, ist alle. Mhm. In dem Augenblick strömt Gas hier durch dieses Rohr, da oben hin, durch diese Leitung in den Behälter. Ja. Dann blubbert das. Und dann läuft praktisch die ganze Biomasse, die hier oben drin ist, praktisch wieder zurück in den Tank. Ah. Und dadurch hast du praktisch eine Art Rühr, eine Bewegung da drin in deinem Material. Alles klar. Und dann soll das rein theoretisch 30% mehr Biogas bringen als eine normale stehende Anlage. Genau. Und dann soll das auch noch voll ins oben hin hier das Ding. Das hier auch? Dann soll praktisch kommt hier frisches Material rein, ja, was geboren ist. Und wenn das, während das zurückströmt, soll das hier praktisch mitgenommen werden. Reingerissen werden. Okay. Wie so eine Airbrush. Und dann läuft praktisch das Wasser, was sich hier gesammelt hat, läuft über diesen Schlauch wieder zurück und verschließt das hier wieder. Mhm. Und dieser Prozess beginnt von vorne. Wie oft geht das so? Alle zweimal am Tag vielleicht so. Zweimal am Tag? Zwei, dreimal am Tag. Okay. Wir haben das jetzt nur getestet mit dem Druckluft, mit dem Kompressor. Ja. Haben wir das getestet. Und da funktioniert das Ding. Ja, warte mal, ich muss mich auf den Himmel, ne? Also ist jetzt ist auch Biomasse drin, ja? Nee, ist leer. Also ist leer, wir haben okay. Nur mit Wasser getestet. Ja. Aha. Aber jetzt auch gleich einen Druck drauf, ne? Die Luft. Aber du hast das Ventil offen gelassen, da? Das ist offen. Ja. Aha. Also hier hat man den Kompressor angeschlossen, habe ich einen Kompressor Druck drauf gegeben, um zu gucken, ob dieses Hin- und Hergepumpe geht. Da kann natürlich sein, dass man das mit den Höhen noch angleichen muss. Ne? Mhm. Also dann wäre jetzt sozusagen noch Experimentierraum. Ja. Was schon ganz abschließend geklärt ist. Ist praktisch, wie heizen wir das hier erstmal auf, sozusagen. Ne? Ja. Wenn man nachher Biogas hat, kann man natürlich mit dem Biogas das aufheizen. Ne? Das mal. Ja, aber ich meine, im Sommer müsste aber eigentlich auch so laufen. Den brauchst du nur schwarz anmalen. Ja, und in die Sonne stellen. Ja, ja. Oder die Bäume roden hier, damit wir endlich mal scheiß Sonne hier, scheiß Schatten weg ist hier. Nee, aber Parabolspiegel. Könnt ihr einfach einen Wärmetauscher da irgendwo hinstellen und ich habe noch dann jede Menge. PE-Rohr liegen, können die einfach hier auf dem Feld zum Beispiel. Und das Wasser da durchlaufen lassen, die Sonne scheint. Bloß da hast du im Winter ein Problem. Nein, aber ich meine, wenn der Prozess erstmal in Gang ist und man hat Biogas, kann man natürlich mit dem Biogas auch Wärme erzeugen. Das stimmt. Ich habe auch noch, mein Plan B wäre ja praktisch auch noch mit diesem Biogas eigentlich einen kleinen Motor zu betreiben. Ne? Ich habe so einen kleinen 3 kW Verdampfungskühlungsmotor mir gekauft von eBay, so einen chinesischen Katzennachbau. Filmst du seit die ganze Zeit? Ja. No press. Und den praktisch damit zu betreiben. Dann hast du ja Wärme auch. Genau. Um hier wieder das aufzuheizen.
War ein schöner Tag, als wir es aufgebaut haben. Ja. War eine schöne Aktion. Aber es ist ja hier auch ganz schön viel. Diese ganzen Schieber sind eigentlich nicht vorgesehen. Das habe ich natürlich als wie nennt man das? Profi. Naja, mit eingebaut. Du hast es eben halt in deinem Materialsortiment. Nee, hatte ich nicht, aber oder? Ich habe einfach gedacht, dann kann ich mal was ausprobieren, kann ich das hier mal abschieben. Ah, okay. Und so. Okay. Oder vielleicht auch einfach nur den Durchsatz reduzieren oder weiß der Geier was machen. Ne? Und hier kann man das Ganze dann wieder ablassen, wenn man will. Ne? Okay. Ja, ich meine, das sieht professionell aus auf jeden Fall. Also hier müsst ihr nochmal irgendwie, das hängt glaube ich alles ziemlich. Stütze drunter machen. Ja. Seilen. Ja, genau. Oh, kann man ja was unterstellen. Holzklötze drunter bauen. Ja, und dann ist es praktisch, ist es letztlich so, also wir waren noch nicht ganz fertig. Die Brücke, dass ihr kommt, wird natürlich auch die Brennnesseln noch abgemäht, vorher ist ja klar. Hier ist ja auch noch so ein Ventil dran. Ja? Ja. Hier ist ein Ventil dran und da soll dieser Schlauch dran. Und dieser Schlauch wiederum geht nach unten und nach oben, er bildet also auch so einen Verschluss, weil sich da ja Material drin. So ein Siphon ähnlich. Ja. Genau. Aber wenn praktisch das in ein bestimmtes Niveau übersteigt, dann kleckert es halt raus. Also das verborene Material. Genau. Verstehe. Ja. Ah, alles klar. Da ist dann im Prinzip ja das vergorene, also das Ablassventil für die vergorenen Sachen. Ja, genau. Ja. Und das wollte ich dann praktisch in so einen, auch wie so einen Tank hier darunter stellen. Genau. Da wollte ich auch so ein Silonetz reinhängen. Mhm. Dass ich das praktisch auch das Dicke dann vom Dünnen trennen kann. Und das kannst du dann nachher kompostieren, verkompostieren wieder. Ja. Ja. Ja, optimal. Das ist ja schon, das ist ja eigentlich schon Kompost. Also das ist ja schon Dünger. Okay. Dünger ist es schon, man könnte es auch einfach dann auf die Flächen hier ausbringen. Ne? Ja. Aber kompostieren ist einfach, um es einfach zu lagern auch. Ne? Ja, das ist der Plan. Und jetzt? Wann geht's los? Soll in diesem Sommer noch an den Start gehen, das Ding. Ne? Würde ich auch sagen, ne? Tja. Das müssen wir dokumentieren. Wenn es an den Start geht? Jo. Ja. Also zumindest, gut, ist ja nicht so interessant, wenn du das jetzt hier, ich sag mal, auffüllst, sondern wenn das erste Biogas produziert wird. Genau, wenn man manchmal einfach mal gucken kann, wenn es schon in Betrieb ist. Genau. Ich könnte natürlich wirklich hier mal ein paar, ich wollte auch aus PE-Rohr einfach so eine Spirale da unten reinpacken, ne? Ja. Aber so eine ganze Rolle PE-Rohr kann man da reinschmeißen als Wärmetauscher, ne? Ja. Oder? Ich würde das mal auch ohne Wärmetauscher probieren. Ich glaube, das geht. Erstmal so. Ich glaube, das geht. Die Dinger in China, die sind ja einfach nur eingebuddelt. Bei Erdtemperaturen von 12 Grad. Ja. Und die laufen ja auch. Ich habe meine zum Beispiel im Heizungsraum installiert. Und zwar ist da vom Wolf so ein Wärmespeicher. Und dann habe ich den ganzen Wärmespeicher nochmal mit Glaswolle abgedeckt und ein Thermometer untergehalten. Und tatsächlich, das Thermometer zeigte 37 Grad an. Naja. Und dann habe ich jetzt eigentlich den Fermenter daneben gestellt, alles nochmal mit Glaswolle eingepackt. Jetzt habe ich immer Abwärme, die im Prinzip aus diesem, was ist das? Also die Abwärme, die eigentlich drin bleiben sollte, damit heizt er jetzt in diesem Fermenter auf. Ne? Ja, okay, das wird hier bei uns nicht realisiert, dass in unserer Heizung aufzustellen. Erstens passt es dann nicht rein. Nee, das ist klar. Das ist dann Ärger meiner Frau. Aus dem Tank. Also da muss auch noch ein Gasspeicher, muss irgendwo noch nach sein, so ein Ding, was du dir da gebaut hast. Ja. Aus dem brauchst du noch zusätzlich. Eigentlich auch noch, ja. Oder ich kaufe mir hier, oder ich baue mir selber ein. Ich habe noch so eine PE-Folie. Ich habe noch einen Sack liegen. Den kann ich dir mitbringen. Ein Sack? Ja. Ja, also extra einen dafür. Ein 4 Kubikmeter Gassack. Aha. Was der alles so hat.